kann nicht mit dem Ball jonglieren. Ich glaube, das merkt man relativ schnell, wenn man mir einmal dabei zuschaut, aber das will ich ändern. Willkommen zu dem Video, in dem ich versuche, in 30 Tagen ein Brasilianer zu werden. Okay, das eventuell nicht, aber ich will schauen, was in dieser Zeit alles möglich ist und ob ich nach 30 Tagen zumindest ein bisschen mit dem Ball zaubern kann. Nachdem ich versucht habe, in 14 Tagen erstmal das normale Ball jonglieren zu lernen und das gar nicht so schlecht funktioniert hat, will ich aber mehr können und auch so manche Tricks lernen. Das Problem dabei, bei mir scheitert es schon beim einfachen Hochhalten. Ich habe zwar nach 14 Tagen schon ganz akzeptabel Ball jonglieren können, aber es sieht erstens noch nicht geschmeidig aus, zweitens ist es nicht wirklich sicher und drittens war es immer noch eine Ausnahme, wenn ich mal mehr als 20 Berührungen geschafft habe. Und darum heißt es jetzt mal, das normale Ball jonglieren besser zu können, bevor ich beginne überhaupt erst Tricks zu lernen. Wie kann es so schwer sein, einfach normal den Ball zu jonglieren? Ich habe jetzt sicher schon über 16 Stunden insgesamt geübt und mir springt der Ball trotzdem immer noch weg. Es ist viel schwerer, als ich gedacht habe. Und jetzt soll ich dann auch noch Tricks lernen. Ich weiß eigentlich gar nicht so genau, woran es wirklich liegt. Also natürlich, mein linker Fuß ist nicht wirklich mein Freund. Da springt mir immer noch oft der Ball weg und ich versuche oft irgendwie auch eine Ausweichbewegung zu machen und den Ball mit der Innenseite zu nehmen. Und das sieht dann circa so aus. Da kann ich eigentlich nichts anderes machen, als trotzdem einfach weiter zu üben. So, Tag 18. Es geht jetzt schon etwas besser mit dem normalen Hochhalten. Natürlich noch nicht perfekt, aber schon besser. Und jetzt will ich versuchen, den Ball auch so ein bisschen balancieren zu können. Auch wenn das jetzt natürlich noch nicht klappt. So am Fuß will ich das auch können. Darum werde ich jetzt noch üben. Man kann noch verschiedene andere Sachen beim Balljonglieren einbauen. Egal ob jetzt verschiedene komplizierte Tricks oder den Ball einfach nur am Fuß oder am Nacken balancieren zu können. Es gibt so viel, was man einfach noch üben kann. Was ich ein bisschen kann, ist es auch die Oberschenkel zu verwenden und dann wieder weiter zu jonglieren. Das habe ich nämlich in den ersten Tagen des Experiments immer wieder geübt. Aber so besonders ist das jetzt auch nicht. Was ich aber lernen will, ist es den Ball so am Fuß balancieren zu können und eventuell schaffe ich es auch, den Ball auf meinen Nacken zu legen und auch dort balancieren zu können, aber das wird nicht so leicht werden und am Anfang hat das natürlich noch gar nicht geklappt. So, Tag 21, das mit dem Ball balancieren geht gar nicht so schlecht, das kann ich schon ein bisschen, aber das mit dem Ball am Nacken legen klappt dafür noch gar nicht und ich kann das nicht ins normale Jonglieren einbauen, weil das normale Jonglieren auch noch nicht perfekt funktioniert. Es wird sehr schwer werden, aber versuche mein Bestes. Keine guten Voraussetzungen also, wenn man wirklich ein Ballkünstler werden will, vor allem weil ich auch unbedingt den Around the World lernen will. Das ist dieser coole Trick, bei dem man den Ball hochspielt und währenddessen mit dem Fuß einmal um den Ball herum geht und das sieht wirklich cool aus. Zum Glück gibt es aber auf YouTube einige Videos dazu, die das ganz gut erklären und da habe ich versucht, dieses Wissen mitzunehmen und das dann beim Üben zu reproduzieren. Es sieht in den Videos immer so leicht aus, aber wenn ich den Ball dann mal selbst am Fuß habe, ist es was ganz was anderes und viel schwieriger. Also, was muss man machen, um den Around the World zu lernen? Hier gibt es auch drei Schritte. Zuerst lässt man den Ball einfach am Boden fallen und versucht dann mit dem Fuß einmal herumzugehen. Ja, da scheitert schon. Dann versucht man den Ball am Wrist balancieren zu können und wenn man auch das kann, dann zieht man den Fuß unter dem Ball weg und geht dann einmal herum. Ganz wichtig ist, dass dieser Trick in einer Bewegung ausgeführt wird. Also du spielst den Ball nach oben und gehst in derselben Bewegung einmal um den Ball herum und das ist dann sozusagen der Trick. Davon bin ich aber jetzt noch sehr weit entfernt und darum habe ich einfach probiert, das zu können. Also ob ich das jetzt auch noch in 7 Tagen schaffen werde, das bezweifle ich sehr stark. Ich habe jetzt sozusagen einiges vor, aber nur noch 7 Tage Zeit zu üben. Ich habe mir selber nicht vorgestellt, dass es so schwer ist, einfach ein bisschen Balljonglieren zu lernen. Ich dachte, das übt man ein paar Mal und dann hat man den Dreh raus, aber so ist es nicht. Und jetzt soll ich dann auch noch Tricks lernen. Das kann was werden. So, noch 3 Tage. Es geht alles schon etwas besser. Ich kann den Ball schon am Riss ganz gut balancieren, jedoch nicht aus dem Jonglieren heraus, sondern nur wenn ich davor still stehe. Der Around the World, das ist noch der Endgegner. Ich bin manchmal schon sehr nah dran, aber da brauche ich noch etwas mehr Übung. Schauen wir mal, ob das noch was wird. Aber wie ist es jetzt nach 30 Tagen? Nachdem ich also die ersten 14 Tage einfach nur versucht habe, normal Balljonglieren zu lernen, war ich nach dieser Zeit immer noch nicht in der Lage dazu, den Ball beliebig oft zu jonglieren. Darum habe ich erstmal versucht, das noch etwas besser zu können, bevor ich dann begonnen habe, eben Tricks zu lernen und den Ball so am Fuß zu balancieren. Und das hat auch nur so semi-gut funktioniert, wurde aber mit der Zeit etwas besser. Und so habe ich dann auch probiert, den Around the World zu lernen. Es hat am Anfang wirklich gar nicht geklappt und ich habe wirklich daran gezweifelt, ob ich das jemals können werde. So,
jetzt sind 30 Tage um und ich kann den Around the World immer noch nicht. So ehrlich muss man sein, ich habe es auch nicht ansatzweise geschafft, irgendwie in die Richtung Fußball-Freestyler zu gehen. Ich kann keinen Around the World aus dem Jonglieren raus, kann es nur ein bisschen aus dem Stand. Und auch das mit dem Ball balancieren, was an sich hier gar nicht so schlecht ausschaut, das kann ich auch nicht mit dem Jonglieren kombinieren, sondern eben nur extra. Das am Nackenlegen funktioniert gar nicht, also eigentlich ist es wirklich ein bisschen enttäuschend. Das Einzige, was wirklich mittlerweile gar nicht so schlecht geht, ist das normale Jonglieren. Da bin ich schon wirklich sicher und ich denke, ich bräuchte einfach weitere 30 Tage, um dann auch Tricks zu lernen. Die Zeit ist dann irgendwie doch sehr kurz, obwohl ich jeden Tag geübt habe, gehen die Fortschritte nicht so schnell, wie man eigentlich denkt. Ja. Was soll ich noch sagen? Eventuell war ich auch ein bisschen zu optimistisch, denn die ganzen Leute, die so gut mit dem Ball jonglieren können, die machen das wahrscheinlich schon viele Jahre und haben dadurch auch tausendmal so viel Übung. Wenn ich das Ganze so lange machen würde, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt auch nicht so schlecht. Allerdings will ich die Fortschritte jetzt nicht kleiner reden, als sie wirklich sind, denn vor 30 Tagen konnte ich den Ball nicht mal dreimal wirklich jonglieren und jetzt läuft das schon mal gar nicht so schlecht, aber ein Ball-Freestyler bin ich trotzdem noch nicht. Das zeigt aber, dass nicht alles möglich ist, in einer so kurzen Zeitspanne zu lernen. Es ist einfach ein Prozedere, das etwas Zeit braucht, aber ich werde auf jeden Fall noch weiter üben. Mit der Zeit werde ich hoffentlich noch immer besser werden. Wie oft könnt ihr den Ball jonglieren und könnt ihr einen Around the World? Schreibt es in die Kommentare und lasst ein Abo da, denn die Videos hier sind sehr viel Aufwand.